Hallo und herzlich willkommen zu meinen Building Shorts. Heute will ich euch zeigen, wie man ein Basisgitter an einem Lasertisch baut. Also, das geht eigentlich relativ einfach. Ihr braucht nur Redstone. Ihr legt das in euren Montagetisch und ihr bekommt dadurch Redstone-Schaltkreise. Wenn ihr jetzt diese Redstone-Schaltkreise nehmt, sie hier reinlegt und zusätzlich noch rote Kabel, die ich jetzt in der Kiste habe, dazulegt, dann bekommt ihr hier diese Basisgatter. Und mit den Basisgattern könnt ihr schon sehr viele Sachen anstellen. Am Anfang, wenn ihr da anfangt mit so einem Montagetisch zu arbeiten, da reicht es auch schon am Anfang erstmal aus, hier diese Basisgatter zu haben. Was kann ich mit so einem Basisgatter anfangen? Das ist so ein komisches Ding hier. Das kann ich jetzt hier an die Rohre überall dran pinnen, eigentlich an jedes Rohr. Es ist auf jeder Seite von den Rohren verfügbar. Was machen die? Wir gehen mal nach oben in meine Basis und da zeige ich euch, was die so alles machen. So, und zwar könnt ihr zum Beispiel hier bei meiner Produktionsanlage, seht ihr das, hier ist ein Elektroröhrenmaschine dran. Und da ist ein solches Basisgatter. Ich kann jetzt sagen, wenn Items im Inventar sind, dann hätte ich gerne ein Redstone-Signal. Ich kann aber auch sagen, wenn das Inventar leer ist. Ich kann sagen, wenn das Inventar voll ist. Ich kann sagen, Platz im Inventar. Wenn also noch Platz ist, dann kann ich neue Materialien anfordern. Ich kann sagen, wenn Energie durch das Rohr durchfließt, ich kann sagen, wenn das Rohr leer ist, Energie angefordert ist von einer Maschine. Wenn die Energieleitung überlastet ist, hätte ich gerne ein Redstone-Signal. Und wenn ein Redstone-Signal anliegt, dann hätte ich gerne hier auch ein Redstone-Signal. Wenn kein Redstone-Signal anliegt, dann hätte ich gerne ein Redstone-Signal. Ihr seht, dass sich dadurch hier eine solche Schaltung ergibt. Und das sind alle Sachen, die so ein Basisgatter kann. Aber die Basisgatter können, je nachdem, wo ihr die befestigt, immer noch mehr. Wenn ich sie zum Beispiel hier an meiner Bienenzucht befestige, die zu Forestry dazu gehört, dann habe ich hier noch viele andere Möglichkeiten. Ich kann also zum Beispiel hier zum Beispiel, muss ich mal das Menü hier neben weg machen, ich kann jetzt hier noch viel mehr andere Sachen einstellen. Ich kann jetzt hier sagen, wenn Items im Inventar sind und so, das kennen wir ja alles schon, aber hier bei meinen Bienen habe ich noch, wenn keine Drohnen sind, hätte ich gerne Redstone-Signal, wenn keine Prinzessinnen oder Königinnen da sind. Ich hätte gerne ein Redstone-Signal, wenn keine Rähmchen da sind. Und all solche Sachen kann man hier einstellen, wenn sie an... Das muss jetzt darauf eingestellt werden. Wenn so ein Basisgatter an Bienenkörben dran ist, wenn ich das hier so an meiner Wasserversorgung, meinen Wassertanks dran habe, dann ergibt sich bei so einem Basisgatter noch viel mehr Zeug. Hier, Flüssigkeit im Tank ergibt ein Redstone-Signal. Das heißt, wenn Flüssigkeit hier, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, das ist nicht der Tank gemeint, sondern hier neben befinden sich Regentonnen. Wenn es regnet, füllen die sich mit Wasser. Ich klicke mal an. Und diese Regentonne ist jetzt voll. Und das Basisgatter sagt, wenn Wasser oder Flüssigkeit in dem Tank ist, dann soll es ein Redstone-Signal geben. Und damit läuft auch schon mein Motor los. Das heißt, ihr habt hier keine Hebel mehr, sondern das geht einfach nur mit dem Basisgatter. Eine sehr elegante Sache. Ich kann jetzt hier noch 1000 Sachen einstellen. Wenn der Tank leer ist, wenn der Tank voll ist, wenn Platz für Flüssigkeiten da ist. Items im Inventar kennen wir ja schon. Und hier Fluid Transferring, also wenn Flüssigkeit durchfließt. Das kann ich also auch mitten reinbauen, wenn das Rohr leer ist. Und wenn die angeschlossene Maschine Arbeit hat, wenn weniger Ressourcen als 10% drin sind, wenn weniger als 25%, und der Motor obendrauf für ein Redstone blau ist, grün oder rot dann, oder gelb, dann soll irgendwas passieren. Zum Beispiel jetzt hier ein Redstone-Signal. Wenn der Tank unter 25% und alles solche Sachen könnt ihr hier einstellen. Ihr könnt zum Beispiel also so auch einstellen, dass eure Benzinanlagen nicht überhitzen und dann explodieren. Eure Motoren meine ich natürlich. Das alles könnt ihr mit Basisgattern machen und jetzt habt ihr schon mal gesehen, was geht und wie leicht man die bauen kann. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und macht's gut!